Hallo, es ist soweit. Olafs Club geht wieder auf Sendung. Wir haben heute ein spektakuläres Line-Up. Begrüßen wir Mirja Bös, Phil, Miss Ellie, Jonas Kreiner und Prost Evers. Ich freue mich und jetzt geht's los. Hui, guten Tag. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei Olafs Club und natürlich daheim am Empfangsbolzen. Vielen Dank. Es ist ja verrückt. Ja, man kann gar nicht genug davon bekommen. Man war ja 3 Monate um Appläuse betrogen und jetzt wieder Menschen. Dass man das als Künstler noch erleben darf, dass man auftreten kann vor echten Menschen aus echtem Fleisch, aus echtem Blut und natürlich auch aus echten Körperfettanteilen. Es ist ein Vergnügen. Ja, und man muss dazu sagen, es sind 24 Stück handverlesenes Fachpublikum. Ja, also. Also das sind wirklich absolute Spitzenkräfte im Fach, also im Bereich Humor. Das sind jetzt nicht irgendwelche zurückgelassenen Spargelstecher irgendwie, ne? Hoffe ich mal. Stichnas, usnas, psychnis, tvat, arpas, gurs, na, reagieren nicht auf Tschechisch. So, toll. Ich muss mich auch mal wieder an den Anblick des Publikums gewöhnen. Ich sitze richtig rum, oder? Ja. Vorne, da kann man nichts machen. Also das Publikum ist wirklich desinfiziert von innen, von außen. Es ist geduscht, geimpft, geteert, gefedert, gechippt, entwurmt, alles. Und einen Gast mussten wir sogar nach Hause schicken. Er hat der Veranstaltung etwas zu sehr entgegengefiebert. Falls natürlich doch hier der Virus ausbricht, ist es ja auch nicht wild. Dann bleiben wir einfach gemeinsam hier in Quarantäne und schauen 2 Wochen lang MDR. Das sollte eigentlich eine Drohung sein. Also, noch könnt ihr gehen. Ich würde sagen, flieht. Aber wir haben also wirklich alles eingehalten. Es kann natürlich immer was passieren. Ne? Auch Lachen kann ansteckend sein. Und wir wollen uns deshalb ganz sukzessive wieder an den Humor herantasten. Dass wir vielleicht erstmal ganz langsam anfangen. So mit so einem Blondinenwitz. Nein. Okay. Dann nehmen wir, was haben wir noch? Ein Ostfriese. Da kommt ein Ostfriese oder halt eine ostfriesische Brünette. Ist egal. Oder anders, da kommt eine Dampflok zum Gynäkologen. Und da sagt die Dampflok, ich habe Kondome mit Geschmack. Na, wir müssen doch eine Schaltstufe höher gehen. Also, machen wir es. Da ist eine Frau, die kommt nach Hause zu ihrem Mann und sagt, du, ich habe Kondom mit Geschmack und die probieren gleich aus. Und da sagt die Frau, ah, Parmesan. Und da sagt der Mann, ne, warte doch erstmal ab. So. Also, wir versuchen ganz langsam uns an die Witzigkeit wieder heranzutasten. Und auch unsere erste Künstlerin, die müssen wir wieder heranführen, denn sie ist in letzter Zeit eben nicht vor Menschen aufgetreten, sondern vor PKWs. Künstler sind wirklich im Autokino aufgetreten und das ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Also die Aktion Künstler-Publikum funktioniert dann nicht über die Bühne, sondern über die technische Schnittstelle Armaturenbrett. Also die Leute sitzen im Auto, der Künstler auf der Bühne macht einen Witz und dann eben, sag ich mal, Hupe heißt Spitzenwitz. Lichthupe und Hupe gemeinsam heißt Wegäumel, Ömmel, Ömmel, Grinz, Grinz, Hurra, Fick, Fick und Scheibenwischer heißt, es regnet. Oder ich habe mir eingepinkelt. Ja. Und wenn überhaupt nichts sich tut, dann weiß man, man ist auf dem falschen Parkplatz. Und hier bei uns, bei Olafs Club, hier wird heute natürlich nicht gehupt. Keiner greift jemanden an die Hupen. Da war schon wieder ein Witz. Naja, sondern wir erzeugen unseren Applaus, wie wir es gelernt haben, manuell und mit größter Freude. Ich freue mich auf Mirja Bös. Sehr schön gesagt. Echte Menschen, ich werde bekloppt. Das ist wie, weißt du,
Dankeschön. Das ist ja für uns so ein bisschen, als wir werden wieder ausgewildert. Ja, wir dürfen wieder raus. Ich habe immer zu Hause meinen Kindern, die wollten gar nicht, dass ich so viel spreche. Das sind jetzt diese Dinge, du hast auf einmal wahnsinnig viel Zeit, die du gar nicht haben willst. Ja? Du wirst auf dich selber zurückgeworfen und merkst, wie schäbig du eigentlich bist. Und dann habe ich lange nachgedacht, was mache ich, wenn es mal wieder, wenn es jemals wieder losgeht, wenn es jemals wieder losgeht, auch wenn es jetzt so ist wie heute, was ist die Information, die ich als erstes den Menschen mitgeben möchte? Und dann habe ich überlegt, lange überlegt, was mache ich für ein Thema, was gerade ein Frauenthema habe ich. Ich bin eine Frau, ne? Und dann habe ich, ihr seht auch Gott sei Dank einige Frauen da, Frauen im gebärfähigen Alter, Frauen darüber hinaus schon, Frauen auch drunter noch. Also so dieses Frauenthema, ich weiß, für die Männer, die jetzt hier sitzen, da sitzen auch teilweise doppelte Männer am Tisch. Es ist schwierig, aber ihr habt auch wahrscheinlich gleich einen Flugherpes. Ne? Also das ist mir aber scheißegal. Also wer heute Nacht noch knattern möchte, sollte die nächsten 6 Minuten rausgehen als Mann, sag ich mal. Die Frauen wissen, worüber wir sprechen, denn wir wollen uns unterhalten über die Menstruation. Ja, das ist das wichtigste Thema nach der Corona-Krise für mich, wo ich denke, wir müssen darüber sprechen. Ich bin ja jetzt noch, menstruiere, das ist jetzt zu viel Information, aber das ist ja die Frage, die du irgendwann gestellt bekommst, schwitzt du schon oder blutest du noch? Das ist ja so dieses Ding, ne? Was irgendwann, guck mal, einige Frauen wissen, wovon ich rede, ne? Da hat der Sommer nichts mehr zu tun. Bei mir ist es jetzt noch, ich bin noch mittendrin so vor mich hin und dann ist das ja ein wahnsinnig wichtiges Thema für uns Frauen und ich habe festgestellt, Männer wissen viel zu wenig über dieses Thema. Euch ist gar nicht bewusst, was wir für ein Jammertal durchlaufen mit dieser ganzen Sache. Ne? In der Pubertät geht's los, du menstruierst, es ist eine Art Abschied, du sagst Tschüss Mädchen sein, hallo Frau. Ne? Und du sagst auch Tschüss Teile der Gebärmutterschleimhaut, ein schwieriges Wort. Die macht sich ja mit auf den Weg, das weiß man, außer man ist ein Mann oder ein junges Mädchen und menstruiert. Ne? Also als ich menstruiert habe, das erste Mal war ich 13 und ich meine 13 noch wie 13. Also die heutigen 13-Jährigen sind ja schon die neuen 19-Jährigen, wenn man die sieht. Ne? Die sehen irgendwie anders aus als ich früher. Viel größer. Größere Brüste auch. Das liegt an den genetisch veränderten Lebensmitteln. Aber das, bei mir war es noch so mit 13, so Breitkorthose, Karobluse mit Rüschen dran. Ne? Und ich weiß das noch, meine erste Menstruation, das ist ein bisschen tragisch, aber es ist auch eigentlich schon wieder lustig, weil es so lange her ist. Meine erste Menstruation habe ich auf der Beerdigung meiner eigenen Oma bekommen. Stellt euch das mal. Und ich bin katholisch. Ich habe gedacht, ein Dämon wäre in mich gefahren, war blutig wie ein Schwein. Ja. Ich habe gedacht, die Oma ist sauer, posthum, macht die irgendwie einen Ärger, warum blute ich jetzt hier so, ne? Und überlegt euch mal, ich habe geblutet am Friedhof in der Kirche. Überlegt euch mal bitte, wie geil das gewesen wäre bei den Katholiken, wenn ich aus den Augen geblutet hätte. Dann wäre es, das wäre richtig geil. Ich wäre ja wahrscheinlich heilig gesprochen worden, ne? Sankt Bös, guck mal, sie blutet. Die Leute wären ja zu mir gepilgert, in Scharen wären die gekommen und alle 4 Wochen wäre es soweit gewesen. Sie blutet! Ich habe aber nicht aus den Augen geblutet. Nase wäre auch noch okay gewesen, Mund auch, aber untenrum... erbärmlich, letztendlich erbärmliche Situation. Und ich war im Friedhof und hab geblutet. In meiner Jugend, ne? Ich hatte Schiss, ich hatte blanke Angst. Ich hab gedacht, ich blute, ich muss vor der Dunkelheit zu Hause sein. Ich werde wahrscheinlich von Vampiren gefressen, ne? In meiner Teenie-Zeit hatte man noch Angst vor Vampiren. Da gab's noch nicht so Filme mit Robert Pattinson, ne? Ich hatte kein Twilight, ich wollte Beileid, ich hatte Schiss, ne? Und ich habe Beileid bekommen, damals, meine erste, von einem Mann, mein Vater. Mein Vater, der war mein Ultra-OB-Man, ja? Das war mein Held der Menstruation. Der hat mich in den Arm genommen und gesagt, du blutest jetzt. Daniel, jetzt hast du deine Tage, das ist nicht schlimm, das kommt jetzt alle 4 Wochen. Und das geht doch noch lange so und das ist gar nicht schlimm, das kriegen dann alle, das ist ganz normal, ne? Also der war äußerlich, war der unfassbar cool. Innerlich hätte der am liebsten mitgeblutet, ja? Das sind die Väter von den pubertierenden Mädchen. Der hat auch für mich... Der hat für mich im Geschäft die Damenhygieneartikel gekauft. Süß, ne? Ich meine, gut, ich komme aus einer Kleinstadt. Ich gehe nicht in den Laden und kaufe eine Binde. Da wissen alle, die böse blutet, ne? Dann ist mein Vater in den Laden gegangen, hat eine Binde gekauft. Da haben alle, ein Perverser. Aber gut, das war meinem Vater egal. Ne? Irgendwann wussten es dann alle, ja Gott, die böse hat ihre Tage, was soll das denn? Dann haben in der Klasse alle Mädchen irgendwann ihre Tage gekriegt. Dann war ich wieder unaufgeklärt, wie man damals war. Da dachte ich, oh, warum bluten jetzt alle? Bin ich schuld? Habe ich die angesteckt? Was muss ich machen? Ne? Also, aber das Gute ist, und das wissen ja alle Frauen, die heute Abend hier sind und die zugucken, wenn alle zusammen bluten, dann hast du auch die gleichen Problemthemen. Dann kannst du das in der Gruppe ausdiskutieren, wie das alles geht mit den Tampons und so. Das ist alles gar nicht so einfach. Ne? Wie heißt das bekannteste Tampon, was ihr kennt, hier die Herren? Das bekannteste, die bekannteste Tampon? Was? Guck mal, die haben noch nie was mit Menstruation zu tun gehabt, oder? Weiß ein Mann, wie kennt ihr einen Mann mit Tampon? OB, da ist einer. Das ist aber auch deine Frau, oder? Du kaufst sie auch für die, oder? Ja. Blutet die noch? Ja, ist egal. Auf jeden Fall, wofür steht OB? Ohne Binde. Ohne Binde. Da fragt man sich, das ist schlau. Ne? Aber man fragt sich natürlich, welcher Vollhonk
denkt sich denn so einen Namen aus? Oh, ich entwickle einen Tampon und ich nenne den Tampon ohne Binde. Ach so, alles klar. Ne? Es war ein Mann, Karl Hahn hieß der. Ich habe das gegoogelt, sowas lässt mir keine Ruhe. Karl Hahn hat nach dem Krieg in Deutschland das OB eingeführt. Also nach Deutschland eingeführt, nicht? Und das Geile ist, googelt mal diesen Mann. Man fragt sich, warum zur Hölle hat Karl Hahn ein OB entwickelt, ja? Der hat Ingenieurswesen studiert und da war einer Agrarwissenschaft tätig. Der hätte alles erfinden können, ja? Ein Traktor mit Beiwagen, Mähmoped, ne? Nein, was sagt sich der Kalle in 40ern? Ah, ich mache irgendwas mit Scheide, da interessiere ich mich so für, ja? Und ich weiß, das war mein schlimmster Punkt in meiner Bindenzeit noch. Ich war verliebt. In Markus hieß der, ne? Ich war in den ganz doll verliebt. Und der hat mich, Sommer war, Rockkonzert, der hat mich eingeladen. Ich gehe ein schönes Röckchen angehabt, ne? Hatte meine Tage und gehe mit dem zum Konzert und denke, ach, heute läuft's, ne? Und mitten im Konzert guckt Markus so zu mir runter und sagt, du siehst doch gar nicht, soll ich dich auf die Schulter nehmen? Nein! Ich kann mich an den Tag noch erinnern, ganz zum Schluss, das ist eine meiner traumatischsten Geschichten in der Menstruationsgeschichte der Welt überhaupt, als ich mein erstes Tampon drin hatte. Das war morgens vor der Schule, es war im Sommer, ich hatte einen Tampon, ich hatte einen Tampon drin und stand vor dem Spiegel und habe gedacht, ich trage jetzt einen Tampon, ich bin eine Frau, die Welt steht mir offen, alles liegt mir zu Füßen. Und dann wollte ich losgehen, ich bin zu Fuß zur Schule gegangen, ne? An dem Tag, kennt ihr noch dieses Gefühl, wenn du gehst und beim Gehen denkst, wer stupst mich denn da an? Hängt das schief, ja? Und ich war mir aber sicher, ich komme als Frau in der Schule an, ja? Ich bin wirklich so vom Klassenraum so gegangen, das Tampon, ich will jetzt nicht. Hat die Klinke vom Klassenraum, die Klinke in der Hand und merk auf einmal so ein Kitzel in der Nase. Hatschi! Oh Gott, jetzt kann ich mal wieder nach Hause gehen. Dankeschön! Jetzt wisst ihr Bescheid. Dankeschön. Mir ja böse. Mir ja böse. Guck mal. Du hast, Applaus. Ja, Männer jetzt. Du bist die Erste, die jetzt nach so langer Zeit das Eis gebrochen hat. Ich denke, dass jetzt, ein Wodka? Klar, ja, sicher. Dass jetzt nach Guck mal, so diese lange, beiden Herren haben jetzt einen Flugherpes, musst du nachher mal gucken gehen. Was haben die? Flugherpes. Flugherpes? Ja. Wissen aber jetzt exakt, wie es mit den Tampons geht. Aha, okay. Die kann man auch in Wodka und dann, ist egal. Kann man das Flugherpes extrahieren? Kann man. Kann man dagegen Antikörper bilden? Man kann dagegen Antikörper, nehme ich an, oder? Guck mal, die sind gar nicht, die sind da. Die denken auch, mein Gott, Gott sei Dank ist diese Frau jetzt gleich weg. Nein. Es ist wichtig, dass wir, ja. Das ist ja tatsächlich Wodka. Ja, selbstverständlich. Ah, schön. Wie schön, dass das Fernsehen wieder da ist. Ja, auf euch, auf uns. Caramba. Das schmeckt aber lecker. Vielen Dank an Mirja Böß. Schönen Abend noch, Dankeschön. Ah. Ja. Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt natürlich die Flasche rumgehen lassen. Aufgrund der Hygienebedingungen dürfen wir das leider nicht. Oder ich lasse rumgehen und ihr lasst sie zu. Jeder eine. Ich rede dann vorne mit der Bar. Stimmt, das muss doch irgendwie zu handeln sein. Lange Rede, kurzer Phallus. Die erste Künstlerin, sehr gut. Der nächste Künstler, wie soll ich sagen, er wurde eigentlich mehr oder weniger wirklich sogar von mir entdeckt. Und das sage ich mit Stolz, denn als ich ihn entdeckt habe, da war er wirklich nur so. Er war ein spacker Hüftling. Mittlerweile ist er 2,7 Meter, lichte Höhe 2,7 Meter. Und das natürlich heute sehr gut in puncto Sicherheit, denn 2,7 Meter bis hier hoch kommt kein Virus. Ja? Also wenn der irgendwie hier unten anfängt, bis er hier oben ist, ist er ausgestorben. Und er hat diese Sicherheit, die ihm seine Höhe verleiht, genutzt. Er ist aufgebrochen hinaus in die weite Welt. Er war auf großer Reise und was er dort erlebt hat im weiten Weltenrund, davon bitte ihr jetzt uns gemeinsam Zeugnis ablegen. Freuen wir uns auf Jonas Greiner. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jonas Greiner. Ich bin 23 Jahre alt und weil ich mit 23 natürlich zur Generation Fridays for Future gehöre, war ich letztes Jahr über Weihnachten mit dem Flugzeug in New York. Und ich habe ein kleines Reisetagebuch dort geführt. Das habe ich mitgebracht, natürlich digital, nicht auf Papier wegen Datenschutz.
Und ich möchte euch gerne etwas daraus vorlesen. Also meine Erlebnisse aus New York, eine unglaublich beeindruckende Stadt. Los ging's mit Tag 1 am 19. Dezember 2019. Kurz vor Weihnachten und ich bin auf dem Weg nach New York City. Warum New York City? Natürlich, weil in Leuna leider kein Zimmer mehr frei war. Und nebenbei wollte ich da schon immer mal hin. Im Parkhaus sehe ich, wie ein Mann, so um die 40, der Edward Snowden, diesem Whistleblower, den die USA seit Jahren suchen, verdammt ähnlich sieht, seinen BMW-SUV auf dem Behindertenparkplatz abstellt. Er hat aber weder eine offensichtliche Behinderung noch einen Ausweis, also beschließe ich, ihn vorsichtig darauf anzusprechen. Verzeihung, sind Sie sicher, dass Sie hier stehen dürfen? Der Mann schaut mich an und sagt, Junge, geh du mal hier fürs Klima demonstrieren oder mach ein YouTube-Video oder so, aber lass die großen Jungs in Ruhe. Was für ein Idiot, denke ich mir, aber was will man machen? Im Flieger angekommen, stärke ich mich erstmal bei dem, was die Lufthansa Drei-Gänge-Menü nennt. Trotzdem bin ich froh, dass die Lufthansa diesen Flug organisiert und nicht die Leute von der Bahn. Essenstechnisch wäre das vielleicht schön, aber zum Fliegen gehört ja nun wirklich noch mehr dazu und ich glaube nicht, dass man mit umgekehrter Wagenreihung von Frankfurt bis New York fliegen kann. Neben mir im Flieger sitzt ein Amerikaner, der mir im Gespräch sehr schnell zeigt, dass einen 7 Jahre Englischunterricht im Leben ungefähr so weit bringen wie eine Karriere in der Linkspartei in Bayern. Ich glaube, er versucht mir seinen Namen zu sagen. Helga. Ich beschließe, ihn Steven zu nennen. Irgendwann landen wir in New York City. In der Schlange vor dem Einreiseschalter sehe ich meinen Bekannten aus dem Parkhaus wieder. Er erklärt seinem Nebenmann, wie befremdlich er es findet, hier am Einreiseschalter von Schwarzen kontrolliert zu werden. In Deutschland gibt's das nicht, da sind die Schwarzen nur bei der Polizei, wenn sie verhört werden, sagt er. Was für ein Idiot, aber was will man machen? Schließlich bin ich an der Reihe und ich begebe mich zum Einreiseschalter. Der folgende Dialog lief jetzt eigentlich auf Englisch, aber es ist schon relativ spät und es ist auch Leipzig, deswegen würde ich es einfach übersetzen, ja. Ich begebe mich zum Einreiseschalter, der Beamte nimmt meine Fingerabdrücke und fragt mich, wie es mir geht. Ich sage, gut, gut, aber über eins komme ich nicht hinweg. Ja, finden Sie nicht auch, dass der Typ da hinten in der Schlange diesem Edward Snowden verdammt ähnlich sieht? Der Beamte gibt seinen Kollegen ein Zeichen. Der Idiot aus dem Parkhaus wird in einen Verhörraum gebracht. Zunächst folgt er den Beamten nur unter starkem Protest, der sich aber nach dem Einsatz zweier Elektroschocker deutlich legt. Ganz schön hart, denke ich mir, aber was will man machen? Tag 2. Ich mache einen langen Spaziergang durch Manhattan und stelle fest, dass der deutsche Ehrgeiz, irgendwelche Klimaziele zu erfüllen, zwar löblich ist, ungefähr aber so sinnvoll wie die Idee, in einem Berliner Szeneclub nach 3 Stunden ungeschütztem Gruppensex und dem Teilen einer Heroinspritze mit wildfremden Menschen aus Hygienegründen auf der Toilette den Sitz mit Klopapier abzulegen. In den USA fahren nämlich selbst Obdachlose fettere Autos als ein Zuhälter auf der Reeperbahn. Ich esse beim amerikanischen Fastfood-König Wendy's. Immerhin hier wird an die Umwelt gedacht. Die Becher in der Größe Large werden nämlich später wiederverwendet als Regentonnen in Indien. Ich bestelle eine Pfirsichlimonade in der Größe Elbhochwasser und nehme einen kräftigen Schluck. Mein linkes Auge zuckt. Vielleicht ist es auch das Einzige, was nicht zuckt. Keine Ahnung. Geschmacklich kann ich sagen, so ungefähr stelle ich mir das vor, schmeckt es, wenn man 3 Duftbäume von der Tankstelle in einem 1/2 Liter heißem Wasser aufbrüht. Tag 3. Heute steht der Central Park auf dem Programm, allein der hat die Größe von Schweden. Besonders süß sind die Eichhörnchen, die hier überhaupt nicht scheu sind. Gut, sie hätten auch nicht besonders viel Erfolg dabei, denn sie sind ebenfalls stark übergewichtig und größer als die meisten asiatischen Touristen. Eines der Tiere bleibt vor mir sitzen und fiepst mir etwas zu. Das ist das erste seit meiner Ankunft in den USA, was sich annähernd so anhört wie das Englisch, das uns unsere Englischlehrerin einst beigebracht hat. Auch wenn ich das kleine Kerlchen nicht komplett verstehe, beschließe ich es, Steven zu nennen. Ein anderes Eichhörnchen beobachte ich derweil bei mehreren erfolglosen Versuchen, einen Baum hinaufzuklettern, bis ich bemerke, dass das Eichhörnchen eigentlich ein Labrador ist. Abends trinke ich noch ein Bier in einer der unzähligen Bars in Manhattan. Schließlich ist es mein 3. Tag in New York und eins kann ja bekanntlich nicht schaden. Tag 8, Rückflug. Mein Sitznachbar schaut mich skeptisch an und sagt, kennen wir uns? Ich habe Sie doch schon mal irgendwo gesehen. Ich sage, nee, das muss eine Verwechslung sein. Ja. Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich den Typen kenne, er sieht nämlich aus wie Edward Snowden. Ich berichte vom Empire State Building und von der Freiheitsstatue. Er erzählt mir von Isolationshaft und Waterboarding. Um Ärger aus dem Weg zu gehen, beschließe ich das Kabinenpersonal nach einem nachträglichen Upgrade zu fragen, was Gott sei Dank möglich ist. Ich begebe mich auf meinen neuen Platz und neben mir sitzt ein älterer Herr. Er erzählt mir, dass er Steven heißt und aus Oberbayern kommt. Weil er aus Oberbayern kommt, beschließe ich, ihn Sepp zu nennen. Herzlichen Dank. Jonas Greiner.
Jonas Greiner, oder wie wir in Fachkreisen sagen, Jonas Greiner, Greiner geht noch rein. Ja, das ist auch Aufgabe des Moderatoreurs, also der Moderatoröse, dass man zwischendurch mal so die Stimmung anheizt. Habe ich gerade gemacht. Dass hier auch dass auch 25 Leute eine La-Olaf-Welle über die Rampe schieben können. So, jetzt müssen wir uns aber wieder konzentrieren, denn wenn wir uns nicht sammeln, verpassen wir möglicherweise die Moderation, die Anmoderation des nächsten Künstlers. Und die Anmoderation des nächsten Künstlers lautet: Jetzt kommt Phil. Viel Spaß. Vielen Dank. Liebe Freunde, ich bin mir nicht sicher. Es sind junge Menschen hier, was ich begrüße prinzipiell. Vielleicht ist es die neue Normalität. Die Alten trauen sich nicht mehr raus. Und wir haben diese fröhlichen jungen Menschen. Bei jungen Leuten weiß ich immer nicht so genau. Seid ihr links? Also seid ihr politisch eher links oder egal? Ich würde sagen, keine Nazis, oder? Sagt selbst. Humanist. Nicht. Humanist? Einfach unentschlossen vielleicht noch. Auf jeden Fall, ich habe mir Gedanken gemacht, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit in Deutschland immer mehr Nazis sind. Jetzt durch die Corona-Krise ist es auch nicht besser geworden. Die Nazis verschwurbeln sich jetzt noch in irgendwelche anderen Theorien. Und es entstehen Untergruppen und ich komme aus der linken Szene. Ich komme aus der alten, aus der alternativen linken Szene, aus den 80er Jahren. Ich komme aus der Vergangenheit. Und ich habe einen Song, der Ihnen so ein bisschen eine Hand entgegenstreckt. Darum dieser Song, er heißt Nazi-Schweine, lasst mich nicht alleine. Ich weise mal darauf hin, in die Stille, dass das ein ironisch gemeinter Song ist. Also, okay. Nazi-Schweine, lasst mich nicht alleine in dieser komplexen Welt. Ich brauch doch nicht nur Freunde mit Abitur, mit Bildung, Toleranz und Geld. Ich brauch auch ein paar echte, rechte, bezechte Knechte, voller Neid und Hass, total breit und krass. So exemplarische, arische, subproletarische, unverstellte, geprellte, von oben bös gechemtrailte, lallende, vom Baugerüst fallende, mit Polenböllern knallende. Frierende, verlierende, vor sich hin stierende, durch Kleinstädte marschierende, früh gebierende, fluchende, Gerechtigkeit suchende, ja, Fleisch essende, von denen da oben vergessene, vom Leben hart gefickte, komplett ausgetickte, schlecht organisierte, frustrierte, gesichtstätowierte, und das ist ja praktisch jeder vierte. Nazi-Säue, ich erwart keine Schleue oder Empathie von euch oder so'n Scheiß. Wenn ich Bock auf solche Eigenschaften hab, die finde ich schon in meinem eigenen Freundeskreis. Ich liebe meine Freunde, aber sie sind manchmal auch schwer zu ertragen, das kann man ja mal sagen. Denn alle meine Freunde sind gut, alle haben Mut, alle haben Recht. Keiner ist schlecht, keiner ist fies, keiner ist mies, keiner denkt klein, keiner ist gemein. Wir tolerieren keine Intoleranz, wir bestätigen uns gegenseitig voll und ganz. Bei uns läuft eigentlich alles wie am Schnürchen, es wird nur langsam ein bisschen ein Monokulturchen. Wenn jeder gut ist, ist gut normal, denn es ist keiner mehr gut und das wäre fatal. Um gute Musik zu schätzen, brauchst du ja auch Dieter Bohlen und so eine Art Kontrast würde ich mir gerne von euch holen. Nazi-Säcke, wenn ich das richtig checke, plant ihr gerade die Regierung zu übernehmen. Wie wollt ihr denn das machen? Mit Internet? Mit Internet, habe ich mir gedacht. Seht ihr, da sehe ich bei euch ein Problem. Internet ist nicht gut für euch, macht euch zu aggressiv. Bleibt mal lieber analog, da geht nicht so viel schief. Ihr könnt die ganzen News ja auch gar nicht unterscheiden und am Ende werdet ihr selber leiden. Ihr füllt eure Herzen mit lauter Mist. Wusstet ihr, dass online ein Anagramm für lonely ist? Wisst ihr, was ein Anagramm ist? Googelt es.
Hasserfüllt schimpft ihr über Greta und Konsorten. Trefft euch doch lieber in der Kneipe mit ein paar guten Bekannten. Reimt sich nicht, aber ist trotzdem meine Empfehlung. Seid ihr immer noch bei Facebook? Das kann doch nicht sein. Habt ihr diese Phase noch nicht überwunden? Wie kann man als Nazi bei Facebook sein? Ey, Facebook wurde von einem Juden erfunden. Und YouTube. Habt ihr euch nie gefragt, wofür das U steht? Was seid ihr für Kindergarten-Verschwörungstheoretiker, wenn ihr das nicht seht? Nazi furzen, statt ins Netz zu glotzen und über die vermeintlich schlechte Welt abzukotzen. Geht mal lieber in die Kneipe, da gehört ihr hin. Und wundert euch nicht, falls ich nicht da bin. Ich trinke in einer anderen Kneipe mein Bier. Ich bin ja kein Nazi, aber ihr. Danke sehr. Ja, das war Phil. Phil Tegert. Und wenn alles läuft wie geschmiert, werde ich ihn jetzt in wenigen Sekunden hier an der Bar begrüßen. Phil. Das war toll. Ich danke dir. Ja, es war ein Lied, du hast ein Lied gesungen, ich habe aufmerksames verfolgt. Ja. Du brauchst das Mikrofon, ich darf es ja nicht anfassen. du hast ein Lied gesungen über Nazis, aber wenn man zwischen den Zeilen auch so genau hinhört und ohne dir jetzt zu nahe zu treten, dann würde ich sagen, es war ein Lied gegen Nazis. Es war beides, ja? Über und gegen. Ja. Lieder und überhaupt die Thematik Nazi hat momentan hohen Zulauf. Warum gibt es deiner Meinung nach jetzt so wenig Lieder über Ingenieure? Mein Hauptfeindbild in Deutschland ist nach wie vor der Ingenieur. Der Ingenieur. Ja, und Deutschland hinkt da international hinterher. Ja. Also, das ist krass, ist auch krass. Es ist krass. Also, es ist genauso scheiße. Ja. Und ein weiterer Missstand. Ja, es ist ein großer Missstand. Und verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Dann müssen wir was ist das tun. So? Ja, es ist wirklich so. Wärst du denn bereit, ein Lied gegen aber Ingenieure sofort, zu schreiben? Ich werde es jetzt machen. Aber toll, dass du die Kultur der Liedermacherei weiter pflegst. Das ist ja eine Kultur alter Menschen, die mittlerweile schon fast alle ausgestorben sind. Du bist jetzt, glaube ich, auch so alt wie ich mittlerweile. Älter vielleicht sogar. Älter sogar, schon. Ja. Doch. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir noch gleich alt, aber du hast... Wir haben so schnell gelebt. Du hast enorm aufgeholt. Ja, das ist der Westen. Der macht dich fertig. Diese Berliner Clubs mit den Toiletten. Ja, dort lebst du. Dort lebe ich, dort bin ich, dort hause ich. Du bist so ein richtiger Berliner. Ja. Und tust du etwas, um das Alter aufzuhalten? Also es macht jetzt erstmal nicht den Eindruck, aber es könnte ja trotzdem sein, ich dass du es versuchst. Ich versuche in Würde, mich dagegen zu stemmen. Ja, ja? Genau. Es gibt da ein Konzept. Das Konzept heißt Sport. Das wurde von Ingenieuren entwickelt. Diese Schweinebacken. Ja. Ja. Und das fußt darauf, dass sozusagen verschiedene Abläufe im Körper irgendwie gleichzeitig und dann macht man irgendwas und das soll was bewirken. Da fragt man sich so, oder? Ja. Ja. Aber wir können uns nicht mit allen Dingen auskennen, deshalb haben wir hier heute in Olafs Club einen Fachmann, der erklärt, wie es funktioniert. Horst Evers und sein Sport. Hi. Also, Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja, danke. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin Horst Evers und ich freue mich tatsächlich auch sehr, dass ich heute Abend hier sein möchte. Bin natürlich da, das ist klar, um zu helfen. Das ist meine Mission, das ist das, was ich eigentlich tue. Und das Thema, das mir heute eben zugeteilt wurde, mehr oder weniger, ist halt dieser gesamte Komplex, das betrifft hier im Moment wahrscheinlich auch viele, dieser gesamte Komplex Corona-Kilos und irgendwie Lockdown-Wampe, Distanzringe, wie immer man es nennt, das ganze Zeug, was schwierig ist, was ich als Problem auch einsehe, was ich auch selber weiß. Und es ist eben die Frage, was kann man tun? Und es ist wirklich relativ kompliziert, weil wenn man jetzt mal erstmal das Essen außen vor lässt, also wenn man sagt, daran kann es eigentlich nicht liegen, dann bleibt mehr oder weniger ja nur der ganze Komplex Sport noch übrig, was für mich jetzt nicht so das Ding ist, weil
Ich weiß, wenn man mich so sieht, meint man das gar nicht, aber ich bin wirklich jetzt ohne Quatsch. Ich bin ein begeisterter Sportler. Ich mache wahnsinnig gerne. Ich finde doch wirklich, ich finde es super. Ich habe da riesen, wirklich, ich mache unglaublich gerne Sport, aber mein Körper halt nicht. Und das ist praktisch auch schon das Kernproblem. Also er hat halt oft keine Lust. Es ist ihm nichts. Ich weiß nicht, wer solche Körper kennt. Er hat einfach keinen Spaß dran. Er wird auch sehr, sehr schnell müde. Oft lange, bevor wir angefangen haben. Also es ist ganz, ganz... Und er ist auch so trotzig. Er sitzt ja am längeren Hebel, das weiß er ganz genau. Das weiß er ganz... Also wo auch gerne mal so Sätze sagt wie... Nö, mach du mal deinen Sport, ich bleib hier liegen. Und... Dann mach mal was. Also dann liegst du da im Wasser. Oder sagen wir es einmal ganz direkt. Also ich kann es ruhig einmal auf den Punkt bringen. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, wenn ich einen anderen Körper hätte, ja, ich könnte ganz anders aussehen. Doch, kann man schon. Aber gut, es hilft ja nichts. Also, aber ich will ja natürlich nicht ganz auf den Sport verzichten, weil ich mache es ja so gerne. Ich habe ja auch so Spaß dran. Ich finde es so super und bin deshalb halt immer auf der Suche nach Sportarten, von denen der Körper nichts mitkriegt. Ne, die du auch vor ihm geheim halten kannst. Also wo du auch so ein bisschen, wo man natürlich im ersten Moment, wenn man da sucht, auch denkt, Mannschaftssportarten, das bietet sich an. Da kannst du sowas machen, da ist das aber da muss man auch fairerweise sagen, ich habe ja wirklich in meiner Jugend Fußball und Handball gespielt und zwar durchaus ernsthaft. Also richtig, also das war schon. Und wer das kennt, die Sportarten, weiß, da fällt schon was an. Also das ist, da hast du auch Wege. Also teilweise, du hast richtig Wege mit allem, auch größtenteils zu Fuß. Das ist schon erheblich. Also das ist schon nicht nix. Also wobei, andererseits muss man sagen, solange man den Ball nicht hat, geht's eigentlich. Ja, doch. Ohne Ball sind es schöne Sportarten. Das kann ich wirklich empfehlen. Ohne Ball kannst du nichts von sagen. Das ist richtig in Ordnung. Da kannst du irgendwie, also nach einiger Zeit weißt du dann ja auch so in etwa, welches ist deine Mannschaft. Das ist wichtig. Im Regelfall die dich sehr viel mehr anschreien. Und wenn die nach vorne laufen, läufst du halt mit. Wenn sie zurücklaufen, wartest du, bis sie wieder da sind. Also ohne Ball geht's. Ohne Ball ist eigentlich nichts, aber weh, du kriegst den Ball. Dann ist die Hölle los. Dann ist nicht mehr schön. Dann ist ein einziges Geschrei. Und man muss ja dazu wissen, ich habe mich ja nie um den Ball beworben. Nein, es lag ja wirklich nie in meinem Interesse, den Ball zu bekommen. Im Gegenteil. Und auch nicht im Interesse meiner Mannschaft, muss man sagen. Also das hat man auch gemerkt. Also wenn dem Mitspieler das klar wurde, ich bin das, wo er den Ball hingespielt hat. In dem Moment, wo er das begriffen hat, hast du in seinem Gesicht direkt auch gesehen, Fehler. Also völlige Panik, völlig. Und dann ging's los. Dann natürlich ein Geschrei, du hast den Ball, um Gottes Willen und so. Ja, sehe ich auch, dass ich den Ball habe, meine Güte. Also es ist ja nicht für lange. Also der kurze, was soll schon groß passieren. Aber nein, dann wussten alle, da hatten alle Ratschläge. Dann warst du ganz wichtig, weil du den Ball hast und so. Dann auf einmal ging es richtig los. Boah, abspielen, gucken, weiteratmen. Ja, was denn noch alles? Also, als wenn ich nicht, also, wobei, nein, ohne, so schlecht war ich wirklich nicht. Also, ich hatte schon auch, mein Spitzname beim Fußball damals, jetzt ohne Quatsch. Also, das ist jetzt wirklich, mein Spitzname war wirklich Flash. Ja, Blitz, das war ich. Flash, ja, ich wurde so, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, ich weiß. Er war auch umstritten, aber ich wurde so genannt, bis zum Schluss. Wobei, man muss auch dazu, einen anderen bei uns, den haben wir halt Schnitzel genannt. Und das wiederum, weil der war Vegetarier. Ja. Ja, im Schachverein wurde ich damals Brain genannt. Es war eine wilde Zeit. Es war eine schöne, wilde Zeit. Aber egal. Mein eigentliches Thema, meine Mission, die ich nicht aus dem Auge verloren habe, ist ja eben zu schauen, was kann man für Sportarten finden, die man vor seinem Körper geheim halten kann. Und da ist es wahrscheinlich doch sinnvoller, bei den modernen Trendsportarten zu gucken. Das habe ich dann eben auch gemacht und habe da wirklich eine gefunden, die ist ziemlich gut. Also die passt ziemlich gut zu mir auch. Die heißt, da sollte man sich jetzt aber nicht irritieren lassen, weil diese Trendsportarten, jetzt ohne Quatsch, die haben oft so wahnsinnig übertriebene Namen. So völlig sehr selbstbewusst, so sehr irgendwie, weil sie ja so ganz puristisch sind, ganz aufs Ursprüngliche, aufs Eigentliche gehen und die auch. Die heißt tatsächlich jetzt in dem Falle Ultimate Surfing. Ja, ist aber völliger Quatsch. Weil an sich, wie so oft, an sich ist es ganz normales Windsurfen. Ganz normales, schlichtes, einfaches Windsurfen, wenn du ehrlich bist. Nur, und das ist da dann jetzt halt eben das Besondere, eben ohne Segel, ohne Brett, ohne Anzug, ohne Wasser, ohne alles. Ne? Eben nur der reine Sport.
ganz puristisch, ganz aufs Ursprüngliche, kein Equipment, kein Schnickschnack, nix irgendwie. Also an sich stehst du nur so im Wind. Ja. Und denkst dir so, das ist jetzt also nur mein Sport. Also ganz schöner, ganz feiner Sport, kann ich nur empfehlen. Ist auch überhaupt nicht aufwendig, kannst du überall machen. Kannst du sogar im Sitzen machen, das kommt mir entgegen, ich sitze gerne. Also kannst du sogar drin machen, zwei Fenster auf, zack, Sport. Also ganz schöner und das war praktisch meine Hilfe, mein Tipp, den ich hier gerne loswerden wollte. Danke. Horst Evers. Horst Evers. Ja. So viel zum Thema Sport. Ich würde es ja rüberräumen, aber ich krieg's nicht hoch. Horst Evers, ich bin übrigens einer der wenigen, der weiß. Boah. Für mich auch ein toller Abend. Ich kenne Herkules. Woo. Herkules Grützner aus Mittweida. So. Horst Evers, ich bin einer der wenigen, der weiß, wo er tatsächlich herkommt. Wer weiß es noch? Horst Evers kommt aus? Evershorst. Aus Evershorst. Ja? Horst Evers kommt tatsächlich aus Evershorst. Und deshalb eine sehr gute Überleitung zu unserer nächsten Künstlerin. Miss Ellie kommt aus? Berlin. Oder? War ja logisch. So einfach. Ja, Miss Ellie ist quasi die kleine Liedermacherin mit Herz und Gitarre. Sie begleitet sich auf der Gitarre, überraschenderweise nicht auf der Oboe. Und ihre aktuelle CD heißt Aus Scheiße wird Gold. Oder für unsere Akademiker, aus Edelmetall wird Stuhl. Wir können ihr quasi nur wünschen, dass sie ja, einen richtigen Kackerauftritt hat, damit sie genug Basismaterial und Ausgangsmaterial hat, um dann daraus den kostbaren Rohstoff zu generieren. Ich freue mich, dass sie hier ist. Wir haben sie in Dresden bei der Homozone mit einem Ehrenpreis und Nachwuchspreis ausgepreist, den sie jetzt hier nicht mit hat, aber ihr Herz. Freuen wir uns auf Miss Ellie. Hallo, ihr Süßen. Ich bin Miss Ellie, die kleine Singer-Songwriterin mit Herz. Und ich habe einen Song dabei. Mit dem Song habe ich vor einiger Zeit mal so einen Singer-Songwriter-Slam gewonnen. Und dann gab es am nächsten Tag einen Zeitungsbericht. Und da schrieb der Schreiberling, dass er den Abend ganz schön gefunden hätte, aber nicht verstehen würde, warum ein solch sexistischer Song den ersten Platz macht. Und dann war ich ein bisschen verwundert, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe erst mal recherchiert, in was für eine Schublade ich da jetzt gesteckt wurde, die musikalische Sexismus-Schublade. Und siehe da, außer mir sitzen da nur Männer drin. Unter anderem Kool Savage. Der hat einen Song geschrieben, der heißt Lutsch mein Schwanz. Da heißt es, Bitch, fresse, bevor ich dir den Sack in den Mund presse. Dann sitzt da noch Eminem, der hat geschrieben, blute, Schlampe, blute. Dann gibt's noch Kapital Bra. Jetzt wird Deutschraps Mutter gefickt. Kapital Bra ist jetzt hier, ah. Wer will Beef, Bra, wir ficken eure Mütter, ja. Und alle Bitches tanzen, ich lass die Bitches tanzen und hol ich meinen Steifen raus, da kriegt die Schlampe Gänsehaut. Schlampe, bring mir Panna Cotta. Warum sagt ihr Wu? So furchtbar sitze ich mit diesen Kollegen in dieser Schublade mit meinem Song und sorge für Gleichberechtigung. Ich habe einen Song geschrieben über einen oberkörperfreien Schrebergärtner. Der heißt Du bist wunderschön. Los geht's. Bist heute oberkörperfrei, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich heiß. Mir schwitzen die Hände, mir
an. Versteh nicht, wie man so viel Kraft haben kann. Deine Brüste sind größer als meine. Mitmachstelle. Das achte Weltwunder bist du für mich. Du mähst in aller Ruhe das Gras und fährst durch dein Haar und lächelst mich an. Hoff, du merkst nicht, dass ich nicht wegsehen kann. Tu so, als tue ich irgendwas. Schon, ne? Na, ah, fuck. Ja, der war so heiß. Ich ganz durcheinander. Du bist so schön, ich kann nicht mehr. Ich schau dir sabbernd hinterher und schäme mich dann ein bisschen vor dir. Dein Blick sagt mehr als nötig wär. Du bist irritiert und das sogar sehr. Doch ich kann nichts dafür, ich kann nicht, denn du bist wunderschön, bist wunderschön, bist wunderschön. Mein Gott, bist du schön, mein Gott, bist du schön, mein Gott, bist du schön, mein Gott, bist du schön. Schön verführt, ich kann kaum noch atmen, bin kurz vorm Ersticken. Was du so redest, das ist nicht so schlau. Doch du bist ein Mann und ich eine Frau. Brauchen nicht reden, können einfach nur weg. Von dir Fotos machen gehen. Von Olafs Club. Wir sagen danke an alle, die dabei waren. Dank an Mirja Böß. Wir bedanken uns bei Jonas Kreiner. Phil war zu Gast. Natürlich Horst Ebers. Miss Elli, mein Name ist Olaf Schubert. Besuchen Sie uns gerne nächste Woche wieder. Bis dahin. Dankeschön. Ja. Vielen Dank.